Baerbock holte sich diese Woche wegen ihrer feministischen Außenpolitik eine riesengroße Klatsche ab. Jetzt wurde nämlich bekannt, dass die neuen weiblichen Führungskräfte von Baerbock eine totale Vollkatastrophe sind. Also genau die Führungskräfte, die Baerbock nicht wegen Kompetenz, sondern wegen der Quote reingeholt hat. Schauen wir uns mal diesen neuen Totalausfall an. Los geht's. Das Sommerloch ist endlich vorbei und endlich gibt es wieder neue Schlagzeilen über unsere aller Lieblingsaußenministerin. Erneut macht eine Nachricht die Runde, die das komplette Scheitern von Annalena Baerbock zeigt. Der Spiegel schrieb: Frauenförderung im Auswärtigen Amt, wo Baerbocks feministische Außenpolitik an ihre Grenzen stößt. Ob bei diplomatischem Nachwuchs oder Führungsposition. Nach 2,5 Jahren als Außenministerin merkt Annalena Baerbock, dass Frauenförderung im Auswärtigen Amt leichter gesagt ist als getan. Und das, meine lieben Zuschauer, ist ja mal komplett untertrieben. Weil wenn man nämlich mal den ganzen Artikel und alle Zahlen durchliest, dann sieht man, zu welcher Vollkatastrophe die feministische Außenpolitik von Baerbock geführt hat. Feministische Außenpolitik müsste im Auswärtigen Amt anfangen, sagte Baerbock bei der Veranstaltung. Und im Wortlaut der Leitlinien schrieb sie: Wir werden hart daran arbeiten, unserem Auswärtigen Dienst ein weiblicheres Gesicht zu geben und den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen. Ein besonderes Anliegen ist es Baerbock, den Frauenanteil in Leitungsfunktionen dort zu erhöhen, wo er noch extrem gering und gleichzeitig besonders sichtbar ist, zum Beispiel an den deutschen Botschaften rund um die Welt. Der Frauenanteil an Führungspositionen im In- und Ausland konnte in den letzten Jahren deutlich gesteigert werden, heißt es aus dem Auswärtigen Amt. Insbesondere bei den Leiterinnen der Auslandsvertretung besteht aber weiter ein erheblicher Nachholbedarf. Und allein diese katastrophale Aussage von Baerbock zeigt, dass sie nicht mal Ahnung davon hat, was Feminismus überhaupt bedeutet. Bei Wikipedia, im Goethe-Institut und auch bei vielen anderen Webseiten kann jeder nachlesen, dass Feminismus für die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen kämpft. Und das würde eigentlich heißen, dass Frauen gleiche Chancen speziell hier im Arbeitsmarkt bekommen. Gleiche Chancen nach gleichen Kriterien, ohne jemanden zu diskriminieren. Bei gleicher Qualifikation sollte also eine 50-50 Chance bestehen, also gleich-gleich, ob er ein Mann oder eine Frau den Job bekommt. Genau das ist die Definition von Gleichberechtigung, also auch in dem Fall von Feminismus. Aber Baerbock, der geht es gar nicht um Gleichberechtigung, sondern im Gegenteil. Baerbock geht es nämlich nicht darum, Frauen die gleichen Chancen für Stellen einzuräumen. Ihr geht es ausschließlich darum, eine Stelle auf jeden Fall mit einer Frau zu besetzen, um damit den Frauenanteil im Auswärtigen Amt zu erhöhen. Ihr geht es nicht darum, gute Qualifikationen von Frauen zu belohnen, sondern nur darum, eine Frauenquote zu erreichen, überall wo es möglich ist. Selbst wenn die Frauen deutlich schlechtere Qualifikationen haben, werden sie von Baerbock den männlichen Bewerbern vorgezogen. Und das, meine lieben Zuschauer, ist kein Feminismus, sondern eine massive Diskriminierung. Und jetzt höre ich schon die ganze linksgrüne Sippe, wie sie wegen meinen Aussagen jetzt ausrasten. Sie sagen, das stimmt doch alles nicht und ich lüge. Das Blöde dabei ist nur, dass jetzt nach 2,5 Jahren die ersten Studien zum Baerbocks Frauenquote gibt und das Ergebnis ist wirklich katastrophal. Die Frauen schneiden so desaströs an, sodass man ganz eindeutig sieht, dass sie nicht wegen ihrer Kompetenz, sondern wegen der Quote eingestellt wurden. Der Spiegel schreibt weiter: Wie mühsam es ist, mehr Frauen in die Leitung der Botschaften zu bringen, zeigen die aktuellen Zahlen. 2022 wurden gerade mal 27% der rund 225 Auslandsvertretungen von Frauen geleitet. Derzeit sind es immerhin 33%. Zu einem ausgeglichenen Verhältnis ist man allerdings noch weit entfernt. Zudem, und jetzt kommt's, gibt es offenbar ein Problem. 2023 schnitten beim hausinternen vorgesetzten Feedback
Hashtag mehr Leiterinnen von Auslandsvertretungen schlechter ab als ihre männlichen Kollegen. Wie jetzt? Die Frauen schneiden schlechter ab als ihre männlichen Kollegen? Woran kann das liegen? Kann mir das mal jemand aus der Grünen Partei genauer erklären? Nein? Okay, dann schauen wir doch mal, was der Spiegel dazu schreibt. Dieses Feedback wird im ersten Quartal jedes Jahres durchgeführt. Dabei sollen die rund 12.000 Mitarbeiter mehr als 1.000 Führungskräfte des Auswärtigen Amtes anhand eines schriftlichen Fragebogens bewerten. Zu den Bewertenden zählen Referatsleiter, Leiter von Visastellen, Botschaftern und Beamte der Staatssekretäre in der Zentrale. 6 von 7 durchgefallenen waren Frauen. 2023 wurden nach einer internen Zählung des Auswärtigen Amtes insgesamt 12 Frauen und 11 Männer de-anonymisiert. Da aber nur 35% der Führungspositionen im höheren und gehobenen Dienst von Frauen ausgeführt wird, wurden demnach überdurchschnittlich viele Frauen ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Wow, also in absoluten Zahlen sind ungefähr genauso viele Frauen wie Männer durchgefallen. Da der Frauenanteil aber nur bei 35% liegt, heißt das, dass prozentual 3-mal so viele Frauen durchfallen wie Männer. Aber pass auf, das wird sogar noch krasser. Noch problematischer sieht das aus, wenn man nur die Leiterinnen von Auslandsvertretungen betrachtet. So war 2023 nach Spiegelinformationen nur ein Mann unter 7 Durchgefallenen bei einem ohnehin niedrigen Frauenanteil von 30%. Also bei den richtig hohen Tieren, also bei den Leitern der Botschaften, ist die Vollkatastrophe noch viel größer. Es sind dort 6-mal so viele Frauen durchgefallen wie Männer, obwohl der Frauenanteil sogar nur bei 30% liegt. Man muss diese Zahl also nochmal mit 30 dividieren und kommt dann insgesamt auf die Zahl 20. Frauen sind also rein rechnerisch 20-mal so oft durchgefallen wie Männer im Auswärtigen Amt. Und diese Zahl ist wirklich dermaßen krass, dass man hier nicht mehr von einem Zufall oder von Einzelfällen sprechen kann. Diese Zahlen zeigen eindeutig, dass die feministische Politik von Baerbock komplett gescheitert ist, und es zeigt noch etwas weiteres. Und zwar, dass Frauenquoten generell der allergrößte Mist ist und immer scheitern. Weil wenn man nur wegen einer Quote und nicht wegen der Kompetenz ausgewählt wird, dann gibt es automatisch schlechtere Ergebnisse, egal auf welchem rosaroten Ponyhof man lebt. Was sagt ihr denn zu dieser neuen Vollkatastrophe bei Baerbock? Schreibt mir mal eure Meinung zu der feministischen Außenpolitik gerne in die Kommentare unter dem Video.